Ein herzliches Willkommen zurück zu meinem MyTest-Server. MyTest Creative Server. German Creative Server. MyTest Let's Play Projekt. Leck mich am Arsch. Ich brauche kürzere Namen. Willkommen zurück zu The Projekt. Teil 3. 1000. Plus. So, nachdem wir nun, ja, gestern, also für mich ist wieder der gleiche Tag, gestern da jetzt alles hier so schön gemacht haben, ja, machen wir heute erstmal die Zäune und dann alles hier, ne, bedingsterbumstern, also hier behaken. Gut, die Schippe kann einfach mal direkt weg, die ist komplett Schrott, weg damit hier. Das ist natürlich auch dumm, die werden wir später wieder aufsammeln. Ach, komm her. Das heißt, brauche ich lange zu wachsen, kann das sein? So. So, wie sieht es mit dir aus? Gott. Nachhilfe hier. Brauchen wir ja gleich, dann merkt man viel davon. Das ist natürlich blöd, dass das natürlich immer nur dann durchgeht, wenn wir hier in der Nähe sind. Was ja nicht so oft der Fall ist. Was wir jetzt brauchen ist das und das. Haben wir noch Tropenholz so direkt? Nee. Nehmen wir noch das mit. Machen daraus das. Du kommst weg. Dann brauchen wir Haken. Viel Hakenmaterial haben wir dabei. Sehr schön. Achso, ich sollte mal noch ein bisschen Gravel reinschmeißen. In die nettliche, in die nette, freundliche Kiste. Quatsch, nicht Kiste, hier, das Ding halt. Bam. Wobei mir gerade einfällt, wir machen jetzt die Haken gar nicht aus dem Material, also hier aus Kupfer, sondern machen die einfach direkt aus Holz. Weil, ja, die werden damit ja nicht langsamer. Die halten zwar kürzer, aber, also nur kürzer, aber das ist ja in dem Moment scheißegal. Da verschwenden wir dafür nicht unser schönes Kupfer. Bronze. Weil, da brauchen wir halt immer für jede zwei Stück, zweimal Bronze. Und ganz ehrlich, da fällt mir diese Haken halt einfach zu kurz. Die machen ja gar nichts. Die halten ja nichts aus. Das heißt, wir nehmen erstmal hier schön Stapelchen davon. Dann nehmen wir das dahin. Das dahin. Dann packen wir das Ganze hier erstmal. Ja, das war super intelligent. Komm, runter. Manuell einfach mal hier. So easy. Bam, bam. Bam, bam. Bam. So. Geht das eigentlich, wenn ich jetzt hier einfach mal sage so und jetzt sage du noch da und jetzt einfach alles. Perfekt. Easy. Ja. Das geht jetzt nicht mehr, weil ist alles voll. Achso. Andererseits kann ich ja wieder zurück fusionieren und du kommst wieder nach. Hey. Da. So. Easy. Was? Achso, ja, mit Werkzeug in der Hand geht das nicht. Schüsseldissel. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel wir von diesem Gravel hier noch brauchen, aber unser Weg, wir haben noch mindestens zwei Felder. Das heißt. Oh, schon leer. Gott, Alter, wie schnell bin ich denn hier? Ich bin ja Gott. Das heißt, wir werden auf jeden Fall. Ich müsste eigentlich jetzt schon genug haben. Wie viel haben wir denn? Ah, doch, das reicht eigentlich dicker aus. Ah, und schon ist die nächste Maus kaputt. Easy. Ach, warte. Lass einfach mal tun und machen. Ich hoffe, die Dinger sind auch geschützt durch die Area.
Sonst wäre es relativ dumm, das ganze Material da drin zu lassen. Und müsste ich mal testen, einfach mal mit so einem Testkonto einfach mal hier so anmelden und dann gucken, ob ich die Sachen da rausnehmen kann. Also abbauen kann ich das auf jeden Fall nicht, das ist geschützt, klar. Aber ob ich das Ding da entleeren kann, das wäre nämlich relativ blöd, wenn das geht. So, du kommst einfach mal nach da oben, du kommst nach da und dann geht's los. Geht das zum Glück recht schnell hier. Vor allem, dass die Dinger kaputt gehen, geht halt recht schnell. So, dann kommst du wieder nach da, du wieder nach da, du wieder nach da, du wieder nach da, du wieder nach da und einfach sagen alles. Ach ja, ein schöner Job für Praktikanten. Vor allem sagt der Richtige, ne? Ich bin dann selber noch im Rahmen einer Ausbildung Praktikant für eine Woche. Scheiß Betriebspraktikum, ey. Aber wenigstens arbeiten wir bei unserem Praktikum komplett selbstständig. Was ganz cool ist. Nimm nochmal ein Stack hier. Bam. Ah. Was für Unmengen der Mann verbraucht. So, jetzt brauche ich mal wieder Stöcker. Hier ich nehme am besten hier noch einen ganzen Stack voll. Kommst du dahin? Aus dem mache ich hier noch ein paar wunderschöne Stöcker. So. Genau. Doch, welche habe ich noch brauchen? Easy. Aber wie das geht einigermaßen schnell. Ich habe jetzt nur noch nie so viele Fälle mit einmal gemacht. Von daher ist es jetzt für mich ein bisschen ungewohnt gerade. Vor allem wie abartig viel wir hier verbrauchen. Ist ja
Ich meine, wir hatten früher auch noch eine richtige Holzhacke. Also richtig, auch diese Dinger, die da unten gehen, die in den Boden reingehen, waren auch noch aus Holz. Und selbst hier hat viel länger gehalten, als es hier simuliert wird. Ist ja. So, jetzt brauchen wir nicht mehr so viele. Ich mache mal hier manuell. 1, 2, vielleicht 3 sogar. Mal gucken. Ups. Okay, wir brauchen noch eine. Geschafft, yay, woo, weg mit dir. Braucht keiner mehr. So, jetzt brauchen wir, das reicht erstmal aus. So. Genau. Scheiße. Hallo, wieso geht das hier nicht? Danke. So. Gott, Alter, vor wie viel Zaun, ey, das ist ja doch mehr als ich dachte. Holla die Waldfee. Einfach alles weg. Ja. Ach komm. So. Dann lass erstmal. Die Waldfee. Oh, dann ist eine Lücke. Warum denn diese? So, hier werden wir erstmal. Ja. Danke dafür. Du gehst ein bisschen gleich mal nach hinten. Hier kommt frische Erde rein. Ups. So. Tja, da sind unsere Felder dann schon mal fertig. Haben wir noch eine Schippe dabei? Ja. Achso, die kam kaputt. Immerhin, für eins hat es gereicht.
Gleich verhungern wir auch wieder. Oh mein Gott. So, ich hoffe mal, hier ist nichts von mehr, diese komische Erde. So, Star Wolves. Alter, wie viele Zäune brauchen wir denn hier? Schon wieder leer. Was mache ich denn hier gerade? Ja gut, das war jetzt natürlich ein bisschen dumm. Ach, nee. Schön. Tada. So, hier kommt jetzt der Zaun hin. So, das heißt, wir brauchen noch mal 12 Zäune. 1, 2, 3. Bam. So. Und dann brauchen wir noch 6 Cutter. Yay. Easy. So, einmal ein paar Cutter. Drei, vier, fünf, sechs. So. Refka ist wieder da unten. So, ich würde gerne das hier nach innen öffnen. Das war natürlich klar. Also so rum. Meine Türen werden auch normalerweise auch so platziert, dass sie automatisch nach, also von einem weg öffnen. Warum geht das nicht bei diesen Gattern? Ich hasse diese Gatter. So, easy, perfekto. Jetzt kommt hier noch das komische Zeug rein. Vorher essen wir mal was, bevor wir hier elendlich krepieren. So. Das da. Ab hier 80 reichen? Ist doch ein bisschen länger aus, als ich dachte. Wir werden sehen. Wenn nicht, schmeißen wir nochmal schon unsere Maschinerie an. Ja, doch, könnte gerade so reichen, aber wahrscheinlich bei meinem Glück reicht es gerade so nicht. Doch, wow. Ich bin entzückt. Easy. Felder fertig. Yay! Jetzt können wir hier ganz viele Sachen backen. Backen, klar. Ich meine, wenn die Sonne heiß genug ist, dann werden die auch backen, klar, aber. Oh, ist richtig bewölkt gerade. Alter, wie im echten Leben. Der ist auch. Aber nee. Diese kleine Lücke, die da ist, gibt es im echten nicht. Hier ist einfach eine komplett graue. Hier ist alles grau. 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 Es ist immer so. Das Spiel ist besser als die Realität. War ja auch damals so eine Debatte bei, ich weiß gar nicht, was, SimCity? Oder war es Second Life? Wo sich haufenweise Leute darin wirklich im Spiel geflüchtet haben und quasi das Spiel, ja, als neue Realität gesucht haben. Wobei das Ganze natürlich auch von den Medien gar schon aufgebauscht wurde, also ob da Leute wirklich so hart drinne vertieft sind oder ob es einfach nur von den Medien so aufgebauscht wurde, kann man natürlich jetzt im Nachhinein nicht wirklich überprüfen. Aber das war ja damals so ganz große Diskussion. Ja, sieht doch geil aus hier. Easy. Perfekt. Nice. Cool. Da fällt jetzt hier nur noch der Abzweig da hinten zu der Mine. Und dann halt der Weg da oben. Das ganze Gedöns da oben. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal da oben auch weiter. Mit die komische Kacke da.
mit dem Weg zum Spawn. Oh, guckt unsere Felder an, die sind so süß, so süß. Ach ja. So. So, machen wir hier mal Beschleunigung. Krieg der Sterne. Vielleicht sollte ich extra noch so eine uralte Maus anschließen, die sowieso schon komplett kaputt ist. Einfach hier fürs Klicken. Wobei, wie gesagt, das Witzige ist ja, bei meiner alten Maus, da ist ja die rechte Maustaste, ne? Die war ja am Arsch, nicht die linke, sondern, wie gesagt, die eigentlich weniger beansprucht wird. Von daher schon irgendwie seltsam. Aber ja, so ist es halt, ne? Immer wenn man denkt, so dumm kann es eigentlich gar nicht kommen, was wenn die bitte da rein? Genau dann kommt es irgendwie so ganz dumm. Ja, ich glaube, ja, wir hätten wirklich einfach das normale Ding nehmen sollen. Ich glaube mal, wir sind hier mit Hand machen viel, viel schneller als das Ding, die manuell überhaupt sein könnte. Ich habe sogar schon 2 Mithril. Wobei, das, was wir hier haben, haben wir sowieso alles schon. Von daher, ja. Dann leeren wir das Ganze nochmal aus. Wobei, wir sind gerade dafür zu voll. Wir müssen also uns erstmal ausleeren, bevor wir das Ding da ausleeren. Das tun wir auch gleich mal hier. Da, nein, das ist auch falsch. Das kommt bitte wieder raus. Haben wir noch mehr Holz drin? Nein. So, die Erde hier ist natürlich absoluter Müll. Vor allem, weil sich natürlich auch immer ausbreitet. Was haben wir in den Backpacks drin? Ah, ein bisschen Erde, oh Gott, ein bisschen viel Sand. Ach du Scheiße. Gott, haben wir viel Sand mittlerweile. Holla, die Waldfee. So. Das da rein. Das da rein. Ja, ob ich die überhaupt aufheben sollte. Na gut, das ist ein Stack. Ein Stack kann ich schaden. Da. So. Haben wir noch drin? Nö, ach, hier ist noch was. Bam, bam. Jutschen. Das heißt, wir sind jetzt soweit schon mal leer. Da würde ich mal sagen, wir machen noch mal kurz eine Folgenpause und dann machen wir in der nächsten Folge dann weiter mit dem Weg nach oben, mit der Anbindung zum Spawnweg. Gut, in dem Sinne, schau mit vorne, ne?